Hallo und willkommen, und ich bin's wieder, MK3. Wollte schon wieder was zu früh sagen, aber ich sag's jetzt. Ja, es ist wieder ein kürzeres Video über den Hund. Natürlich, natürlich. Wisst ihr. Muss ja sein. Denn es ist passiert. Der Hund ist jetzt größer geworden und deswegen gehen wir mal hin. Wir gehen mal langsam und ruhig auf den Hund zu. Da ist er. Man sieht, er ist deutlich größer geworden. Und ich habe seinen Namen wieder vergessen. Die Hundegesundheit geht scheinbar jeden Tag um 10% runter. Mhm. Hab mir aber sagen lassen, das ist noch okay. Dafür haben wir ja diese Stabilisatoren. Das können wir alles noch regeln, das ist alles kein Problem. Ihm geht's auch noch gut. Alles wunderbar. Also Nesumi ist noch alles super mit ihm. Mit ihr. Ich war schon wieder am Überlegen, das ist. Details. Nee. Interagieren wir mal ganz kurz noch mit ihr. Ja. Gott. Ja, wunderbar. Gut. Ein braver Hund. Ein braver weiblicher Hund. So, jetzt gehen wir mal gerade hier oben hin, denn wir sind nicht fertig. Wir können ihn noch nicht zum Einsatz verdonnern, denn es geht leider weiter mit der Quest. Als ob es nicht aufhört. Und ja, defend your cobra in combat. Bitte was? Ach genau, ja, wir sollen jetzt Hundi mitnehmen und ihm quasi ein Halsband organisieren. Da habe ich es verstanden. Das war zumindest eben hinten schon zu sehen. Also jetzt, ne? Ich wollte ihn halt schon gesagt, oh, ist er jetzt groß? Kann ich mitnehmen? Und da stand dann, nein, er hat noch kein Halsband. Ich so, Und jetzt ist die Mission dafür da. Besorg dir ein Halsband, indem du ihn verteidigst im Kampf? Fragezeichen. Ist egal, machen wir trotzdem. Ja, ist auf der Erde. Gegen... Das ging jetzt schnell. Ich hätte jetzt erwartet, dass da irgendwas noch passiert. Dass ich was machen darf oder irgendwas noch mir erlaubt wird zu tun. Aber in dem Falle nein. Okay, in dem Falle springen wir langsam runter. Und wir bleiben stehen. Nein, es läuft. Ich packe sofort meine Schusswaffe aus. Naja, Nahkampf, eigentlich ist Nahkampf aber ziemlich gut. Okay, das heißt, wir müssen sie so lange verteidigen, bis... Sie ist aber sehr schnell. Das Gute ist vielleicht, dass wir... Also, ne, so wie ich es mir vorstellen kann, wenn wir sie verteidigen sollen, ist natürlich das Ziel, was verteidigt werden muss, natürlich immer bei uns. Das kann sehr vorteilhaft sein, würde ich mal sagen. Ne? Also jetzt so im Großen und Ganzen. Es ist ja echt hier krass, komm, wie unglaublich... Warte mal, jetzt machen wir erstmal uns ein bisschen Verteidigung rein. Gut. So, hier vorne sind wir gleich, wo wir hin müssen. Dahin soll ich hingehen, mitten in die... Ja, Spiel, du bist sehr lustig. Ich soll da vorne hingehen, seht ihr das vielleicht? Der weiße Kreis, da soll ich reingehen. Ist ja auch kein bisschen offen mit das hier, ne? Wollte gerade sagen, oben kommen sie schon an. Ich krieg da aber abgeknallt. Von allen Seiten können sie hier anmarschieren. Na, super. Oh, warte mal. Bevor ich das mache, tue ich aber hier die Jungs erstmal ein bisschen reduzieren. Ich habe nämlich keine Lust, dass die ständig neu kommen. Sorry, Jungs. Sorry, ihr wilden Jungs. Das geht weg. Geht von meinem Hund weg. Weg. Boah. Sie hält auch wirklich nicht viel aus, ne? Scheiße, da kommen die nächsten gleich. Ah, Mist. Hätte ich jetzt noch ausnutzen können. Aber im Ernst. Geht mir aus den Augen, ihr Penner. Das ist übrigens eine sehr interessante Waffe. Die macht nur Energieschaden, wenn man so will. Und sie kriegt schon Schaden, das ist nicht gut. Also nur Energieschaden, im Endeffekt... Ja, eigentlich hau ich nicht so mit der Waffe zu, eigentlich hau ich ganz anders. Im wahrsten Sinne des Wortes. Bleib hier. Nesumi, immer bei mir bleiben. Nicht rumlaufen, weil... Eigentlich mache ich den Schlag immer. Alles liegt um mich herum, nämlich im Dreck. Und die haben auch keine Chance mehr, irgendwas zu tun. Aber wir machen das jetzt mal richtig hier. Wir machen Nebel mit Köppen. Wir wechseln auf die Nahkampf direkt. Und hacken wie bekloppt um uns. So, und... Bam! Hauen auf den Boden immer schön, weil das Ding hat eine unfassbar große Schockreichweite. Warte mal, nee, wir gehen nicht weiter. Komm zurück. Du hast schon wieder Schaden bekommen. Das ist nicht gut. Ich hau euch alle nieder. Ich ersteche euch mit dem Stab, der keine Spitze hat. Aber ist egal, das Ding hat ja eh so eine Art Energiespitze am Anfang. Bam! So, ihr habt keine Schnitte gegen mich. Nicht gegen dieses Teil. Es sei denn... Boah, ich muss zwischendurch unbedingt diese Dinger aufsammeln, um Lebenspunkte zu generieren. Nicht für mich. Nee, ich krieg keinen Schaden.
Aber Sieg wird hier Schaden kriegen die ganze Zeit, weil hier die Jungs haben nämlich eine Angewohnheit, Munition zu benutzen, die durch Schilde geht. Das heißt, man sie würde auch Schaden kriegen, auch wenn sie eigentlich überhaupt nichts abkriegen würde. Das ist ziemlich doof. Das ist sau doof. Das ist unglaublich dämlich. Also jetzt für mich zum Verteidigen ist das dämlich. Oh, oh, was war? Wave cleared. Oh, ich muss noch 4 Runden außer. Ah. Na gut, wenigstens habe ich die Dinger schon mal zerstört. Das war vielleicht eine gute Idee. Man kann die auch benutzen. Also hier die Wildhunde, normalerweise greifen die diese Grenadiers auch immer an. Nur mal im Ernst. Wenn die dann nicht da sind, dann hätten sie. Oh scheiße, das ist schwer. Dann hätten sie noch mich, diese hauen können. Und das wäre jetzt also natürlich sie. Und das wäre nicht der Sinn der Sache hier. Oh, Jungs. Na, oh, bisschen Mana. Bisschen Magie, bisschen Magie. Bisschen Affinity Globs aufsammeln, ein bisschen XP zu kriegen. So, stechen wir den noch ein bisschen. Bam! Nicht allein, nicht allein, nicht allein, nicht allein! Oh, oh, oh nein! Oh nein! Oh! Nicht, weg! Das war knapp, das war ganz knapp, das war äußerst knapp. Bleib hier, 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 komm zu mir, komm zu mir. Ich muss erstmal ein bisschen Lebenspunkte wieder kriegen hier, ein bisschen vor allem Schild, Schild, Schild. Hört ja gar nicht mehr aus, das ist nicht gut. Weil die Waffe hat einen riesen Nachteil. Wenn ich erstmal anfange rumzuschlagen, dann kann ich die fast nicht aufhalten mehr. Dann ist sie quasi wie so eine Art Gladradatsch-Modus. Und dann ist das unglaublich beschissen manchmal. Oh, nee, 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 nicht Schaden machen. Nicht mehr Schaden machen. Rechts. Hört auf. Ich hätte eine Knarre nehmen können. Vielleicht sollte ich das einfach mal. Aber die Knarre ist. Ah, oh, die hat nur noch 97 Lebenspunkte. Wenn jetzt noch ein paar Leute meinen, sie müssten auf sie einschießen, dann ist das nicht gut. Hör auf zu schießen, Junge. Weißt du was? Gerade wenn die so am Rand stehen und meinen, sie müssten da stehen, wisst ihr, warte, ich wechsle jetzt wirklich auf die Fernwaffe. Das ist zwar, diesmal jetzt nicht perfekt gegen hier die Jungs, wobei, es ist schon ziemlich gut, aber. Komm mal mit. Komm mal mit hier. Komm mal mit. Lass uns einfach hier reingehen. Sollen die doch kommen, die Penner. Wo bist du hingelaufen? Oh, bleib hier, bleib hier. Bleib hier, komm, 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 hier, komm. Da, Deckung gehen. Gut, jetzt. Halt mal richtig drauf mit dem Latron auf die Jungs. Komm zurück, komm zurück, komm zurück, komm zurück. Schön Deckung bleiben, schön Deckung bleiben. Flucht erschossen, Junge. Kommt nicht weg. Die Waffe schießt glücklicherweise alle relativ gut und hat eine gute. Oh ne, warte mal, das sind zu viele, das sind zu viele. Komm mit, komm mit, komm mit. Deckung. Nein, 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 komm zurück. Oh, ich dachte jetzt schon. Schön da bleiben, schön da bleiben. Schön Deckung stehen. Ich weiß, ich ziehe gerade nicht wirklich, weil ich gerade ein bisschen Schiss habe, dass mir mein Hund abgeknallt wird. Wehe, 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 ich habe mal mein Halsband. Da seid ihr so reif. Ihr wisst gar nicht, wie reif ihr dann seid. Jungs. Okay, wir hier reinlaufen. Deckung suchen. So, bleib da, bleib da, bleib da. Immer schon bei mir bleiben. Bei mir bleiben. Wenn die jetzt durch die Tür kommen, knallen wir sie ab. Wobei, wir müssen ja schon ein paar. Müssen ja schon ein paar von denen tot kriegen. Und muss dann wieder mich hier aufpushen. Damit ich nichts so viel abkriege. Oh, ich, jetzt habe ich mich gerade zu Tode erschreckt fast. Hm. Irgendwo gammelt hier was rum. Irgendwo gammelt auch. Hm. Ich habe auch so eine Angewohnheit, eine schlechte. Ich immer meine, ich muss früh zu. Oh, Mist, nachladen. Oh, mein Hund hat einen Jonesball gemacht. Das ist perfekt. Was hat. Oh nein, Scheiße. So, erstmal hinlegen, Jungs. Erstmal. Nein, ey, haut doch, haut doch, haut doch, haut doch. Nicht Pause machen. Das kommt davon, wenn man nicht im Kampfmodus ist. Mit dem Nahkampfwaffe. Da macht die immer so eine Pause manchmal. Da denkt er, müsste sie wegpacken lange. Und die so, nein, nicht wegpacken, Junge. Mach sie alle platt. Oh, shit, shit. Das sind viel zu viele Leder hier. Oh, nein, 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 hochspringen. Schmeißen lassen, alles. Ich auch. Oh, da auch. Nein, 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 wo ist sie hingelaufen? Oh. Oh, nein, 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 nein. Du auch. Weg. Du auch. Weg. Oh, gut, 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 gut. Wenn sie noch. Irgendjemand schießt auch noch. Ah, hier sind noch welche. Ist weg. Planen wir erstmal nach. Wo ist sie denn jetzt schon wieder? So. Wir haben noch zwei Wellen übrig, dann sind sie alle platt. Wo ist er? Da ist er. Du bist auch Junge. Also nicht Junge, du bist weg. Lass mich hier rein. Womöglich kommt die letzte Welle hier rein, direkt, da ich mittendrin stehe. Okay, ich muss jetzt nochmal suchen.
Wo könnte es sein? Ah ja, natürlich. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Sollen sie durch die Tür kommen? Und dann, wenn sie durch die Tür kommen, machen sie platt. Nein, jetzt komme ich mit ihren Hunden. Ah, oh, nein, das ist nicht gut. Die kommen immer wieder neu. Mit einem komischen Hundebeschwörer-Typ. Ah, oh, nein, 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 nein. Oh, nein. Das ist jetzt eine dumme Kombination. Oh, Patsch. Oh, nein, nein, nein. Nicht sterben, nicht sterben. Nee, nicht tot gehen. Nicht beschossen werden. Nein, nein. Schnell. Oh, alle kaputt hauen. Schnell. Junge, Mann. Mein Hund hat den in zwei Teile gerissen. Das ist doch schon tough hier. Ich werde mal Panzerung wieder geben. Der, ne, wo ist der Typ, der die Hunde beschworen hat? Der muss doch irgendwo hier sein. Da ist er doch. Da ist er. Der Hund. Der Typ. Lauf. Wollen wir alle wegschocken. Wo ist sie? Wo ist sie? Ist alles klar? Ist alles klar? Nein, da sind noch welche. Fallt hin. Fallt alle hin. Fallt noch mehr hin. Du läufst nicht weg. Du läufst nicht weg. Ihr werdet nicht entkommen. Wisst ihr, wir werden eine andere Waffe anziehen. Das klappt ja nicht. Wir werden ihn nicht wegkommen lassen. Du tust nicht um die Ecke schießen nochmal. Er ist noch da. Du. Reicht. Scharfschützen. Ja, nee, ist klar. Alter Schwede. Oh. Holla die Waldfee. Und wir haben das Halsband bekommen. Junge. Also ich... Ja. Ich wusste jetzt persönlich nicht, ob, wenn jetzt unser Hund mal uns abgeknallt wird, ob wir den wiederbeleben dürfen. Ich weiß, dass das später theoretisch geht. Okay, das ist, glaube ich, die Ende der Quest. Auch cool, dass unser Charakter dann dabei steht, so wie wir ihn zurechtgetackert haben. Hat doch was. Ja, ich wusste jetzt nicht, ob ich unseren Hund jetzt eben gerade wiederbeleben konnte. Deswegen habe ich gedacht, nee, komm, riskieren wir nichts. Machen einfach platt. Manfred ist unser Duo jetzt. Ne? Unser Duo. Irgendwie cool in Szene gesetzt, muss ich ja sagen, hier das Bild. So, nachdem wir jetzt hier gerade uns abgeschwitzt haben, unserem Hund zu retten. Ah, guck mal hier. Jetzt hat er warte mal. Sieht man es jetzt? Von hier sieht man es. Er hat jetzt so ein Teil hinten am Nacken. Und ist jetzt kontrollierbar? Nein, er hat einfach nur ein Halsband gekriegt. Alles klar. Du siehst jetzt ein bisschen weniger happy aus, muss ich ehrlich gestehen. Na komm. Alles gut. Alles ist gut. Alles ist gut. So, ich würde sagen, wir tun jetzt auch mal unseren Carrier aussondieren, sag ich, und aussortieren. Und tauschen ihn durch unseren Hund, aber unsere Nezumi mal aus. Nezumi, so, ja. Ja, dich. Ich wähle dich. Yeah. Okay, sie kann ja sowieso keine Waffen haben. Das wird zwar cool. Oh, er kann sich unsichtbar machen. Also täusch. Wow, toll. Was können wir denn ihr geben? Oh, guck mal hier. Es hat schon ein paar Sachen von vornherein. Zum Beispiel Stalk. Das kann sie selber unsichtbar machen und rumlaufen. Das ist schon mal perfekt. Und Hand. Kuro charges ahead. Der stürmt einfach nach vorne. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das will. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob ich das unbedingt möchte. Was kann ich noch sagen? Das werde ich auf jeden Fall reintun. Wenn ich nämlich Leute schlage, kriegt sie nämlich Lebenspunkte wieder. Das ist eigentlich eine gute Idee. Und dann haben wir ganz viele Sachen. Ich habe ja die ganze Zeit immer so Sachen aufgesammelt. Und ja, das werde ich nach und nach alles ihr zugutekommen lassen. Hier, wir haben ja glücklicherweise genug von diesen Teilen hier. Da könnte ich auch das hier rein tun, was aber nichts bringt, weil dieses Ding hat keinen Wert, wie es aussieht. Es ist einfach nur, das ist zwar, ne Moment, das hat schon Wert, aber ich müsste es vielleicht aufwerten, damit es irgendeinen Punktewert kriegt. Hm. Und das mit dem nach vorne laufen und dann alle Leute angreifen, ey, ich bin nicht so der Fan davon. Lieber, vor allem das hier möchte ich auf jeden Fall ihr geben.
dass sie länger am Leben bleibt, falls sie wirklich mal so weit ist, dass ich sie retten muss, dass ich sie auch ein bisschen Zeit dafür habe. Und natürlich das hier, Lebenspunkte. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber das werde ich euch dann auch zeigen können, sobald sie ein paar Einsätze überlebt hat. Naja, sie wird überleben. Sie wird natürlich überleben, aber ich meine jetzt, dem sie halt mitgekommen ist und ein bisschen sozusagen Stufen gestiegen ist. Sie teilt sich womöglich auch noch unten mit uns die Rüstung, den Schild und die Lebenspunkte. Und ja, das werde ich auf jeden Fall verbessern unbedingt. So ein Angriff für ihr Nahkampf, weil der ist zwar schon bei 100. Gute Rüstung ist wirklich nicht gut. Dann haben wir noch Hitters, das, was ich sehr geil finde. Das ist nämlich hier sowas, wo man. Kann ich vielleicht schon mitnehmen? Ja, kann ich auch. Oh, kostet gar nichts. Hier, nehmen einfach so. Wenn hat nichts kostet, ist halt sofort dabei. Nämlich das Ding sorgt dafür, dass sie in der Lage ist, irgendwelche verschlossenen Kisten aufzurupfen. Heißt mal in Worten, sie wird der beste. Ich meine, ich kann das, glaube ich, auf 60% kriegen, verschlossene Truhen aufzukriegen, und sie kriegt das bis auf 90%. Ja, da weiß man wieder, wo das Geschick gelagert ist, nicht? Nee, aber dann, was gucken wir mal noch so. 10% Crit-Chance, 100 Armor, 120 Slash-Damage. Das ist verdammt viel. Ich meine, das ist zwar jetzt gut gegen biologische Ziele eigentlich primär nur, aber ist trotzdem schon ziemlich geil. Ziemlich geil. Gut, nee. Wie gesagt, dann werde ich halt hier nochmal ein weiteres Video machen, wenn es ihr dann besser geht. Falls sich irgendwie mir noch was aufgefallen ist, das mit dem Vergabe des Hundefutters sozusagen, das mache ich dann auch nochmal. Am besten nächstes Mal, wenn ich wieder was aufnehme zu ihr. Nee, und dann, stelle ich womöglich auch ihn hier mal ein bisschen genauer vor, weil jetzt hat man den zwar immer noch gesehen, wie er eben rumgeschlachtet hat. Man weiß ja natürlich immer noch nicht, was für eine Knarre er hatte, was für ein komische, ich sag mal, Antennenkabel oder vom Haus irgendwo eine Antenne abgerissen oder vielleicht sogar hier so ein Stromnetzteil irgendwo und das als Waffe jetzt missbraucht. Und das, so ungefähr ist das Ding sogar. Das Ding macht nämlich keinen physischen Schaden, sondern nur eigentlich Blitzschaden. Und eben, ich habe da irgendwas mit reingetan, das macht halt irgendwie Korrosionsschaden. Irgendwie so ein Kram macht das. Ich lasse Leute wegrosten vor meinen Augen, beziehungsweise am Ende dieser Waffe. Aber nee, dazu haben wir ja nachher mehr. Genauso wie hier mit mehr, aber... Oh, guck mal. Guck mal, der Parent Sequence haben wir 5000. Hier, komm mal hier, Jungs. Hier, Jungs. Nix Titel. So, zwei Dinger. Mama. Go. Yes! Noch bei denen sind wir jetzt aufgestiegen. Yeah! Schön. Yeah. Nee, aber da, wie gesagt, da drehe ich ein bisschen mehr darauf demnächst noch ein, hier mit den ganzen Syndikaten und warum ich jetzt die genommen habe. Das muss jetzt nicht jeder nachvollziehen können, warum ich das jetzt unbedingt gemacht habe, aber ich habe mir gesagt, ich mache das jetzt mal, weil ich habe die Schnauze voll, dass ich die ganze Zeit die Typen ignoriere und die ganze Zeit Missionen mache, wo ich theoretisch Ruf für die kriegen kann. So, das war aber jetzt erstmal von mir. Nummer 3, nicht wahr? Und das war wieder eine kleine, ich am Rumwackeln bin wieder. So, eine kleine weitere Fortführung der Miniserie rund um meinen Hund, beziehungsweise um Nezumi. Und da werden wir auch definitiv noch das ein oder andere noch sehen. Vor allem, wenn sie noch ein bisschen größer und ein bisschen fieser geworden ist. Und dann mal so ein bisschen darauf einzugehen, wie wird mein Hundefutter so aussieht. Die eine Option übrigens am Ende des Bildschirms, wo ich letztes Mal gesagt habe, ist das wohl zu nah um umbenennen? Nein, das heißt, man gibt diesen Hund weg und man kriegt ein bisschen Cash dafür. Wo muss ich sagen, der Aufwand, den zu kriegen, ist dieses Geld absolut nicht wert. Okay. Dann haben wir da soweit alles geklärt. Und wir sehen uns dann bald, zumindest in der Miniserie, dann wieder. Bis dann. Tschüss.